Community, ein wenig verschnupfter Stevenio meldet sich heute mit einem tollen neuen Game-Test, beziehungsweise einem angezockt, frisch aus der Closed Beta von Gwent. Ja, würde ich sagen, Gwent, alter Schwede, was ist denn Gwent? Ja, der eine von euch oder andere von euch hat es vielleicht schon mal gehört. Gwent ist quasi das Trading Card Game aus The Witcher. Ich muss mich beim Benny an dieser Stelle bedanken, weil gestern bekam ich völlig überraschend und unverhofft eine Mail von GOG, die mich darauf hingewiesen haben, dass der Benny das vermittelt hat. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Auf jeden Fall hatte ich halt irgendwie so einen Einladungscode für die Closed Beta am Start. Hab das Ganze dann gestartet. Und ich habe wirklich schon viele Kartenspiele gespielt. Die meisten haben mich zu Tode gelangweilt. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das total positiv überrascht. Seitdem zocke ich es. Es ist sehr zuträglich, dass ich ein bisschen krank bin. Das heißt, ich murmel mich hier schön ein, trinke meinen Tee und zocke das Spiel. Im Hintergrund läuft gerade das Tutorial der Sache. ja, also ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Ich habe Feria, fand ich ja auch super klasse. Und das hat am Ende keine Sau mehr gespielt. Von daher ist das immer so eine Sache. Ich kann euch nur sagen, jetzt im Beta-Status macht das unglaublich viel Bock. So, man muss da ein bisschen weg von Hearthstone und den Kartenspielen, die man vielleicht kennt. Dieses Gwent ist ein bisschen anders. Da geht es nämlich darum, irgendwie Hitpoints zu sammeln. Also man kann nicht direkt Einheiten angreifen mit anderen Karten. Man kann eigentlich quasi, man muss, ja, wir gucken mal. Ihr seht es hier jetzt gerade. Also es geht darum, ihr habt drei Linien, das seht ihr hier. Melee, Range und das dritte ist, warte mal, Range ist das zweite, das dritte ist Ballista oder so. Also, ne, nah, mittel und weit weg. Und ihr müsst, könnt quasi verschiedene Linien, die drei, die ihr auf eurer Seite habt, volllegen. Wichtig an der Sache ist, dass die Hitpoints der Karten, die ihr spielt, gezählt werden. Es gibt drei Runden. Ihr müsst also mit euren Karten ganz gut haushalten, weil ihr mit euren Karten auch quasi die drei Runden spielen müsst. Das heißt, es ist dadurch sehr, sehr taktisch. Man kriegt in der zweiten Runde noch zwei Karten, zwei neue dazu, die man zieht. Und in der dritten nur noch eine. Das heißt, man muss genau wissen, okay, jetzt habe ich die Runde voll, jetzt gebe ich auf, weil jetzt habe ich gerade den Kartenvorteil. Ne, man kann dann passen. Und dann ist die Runde vorbei aus meiner Sicht. Dann kann der andere noch Karten legen, so viel er will. Gewinnt dann vielleicht die Runde, aber hat dann nicht mehr genug Karten für Runde 2 und 3. Ja, ansonsten gibt es sehr viele schöne Synergien. Seht ihr, jetzt habe ich die erste Runde verloren, weil ich gepasst habe, ganz bewusst. Dadurch habe ich aber jetzt einen massiven Kartenvorteil in dem Moment. Wie gesagt, das ist das Tutorial. Und ein Kartenvorteil ist in Gwent sehr viel krasser als zum Beispiel in Hearthstone. Ja? So, ihr seht schon, ihr liegt jetzt hier irgendwie eine Achterkarte in die erste Reihe, also in die Melee-Reihe. Ich habe eine Range-Karte, mit denen ich den Karten... Also man kann zwar nicht mit den Karten direkt angreifen, aber man kann über Effekte die anderen Karten halt schwächen, wie ihr hier seht. Hier, diese sieht ja fast aus wie eine Eule aus WoW. Die kill ich jetzt mit meinen Katapulten und schon ist sie weg. Also, wir fassen zusammen. Jede Seite hat drei Reihen, die man belegen kann mit Units. Die Units haben Effekte. Man kann mit den Karten direkt nicht angreifen. Und man hat drei Runden zu spielen. Ihr habt es gesehen, die zweite Runde habe ich gewonnen. Jetzt, dadurch steht es 1-1. Werdet ihr sagen, ja, du Noob hast die erste Runde verloren. Das ist so vorgegeben im Tutorial, da kann man gar nichts machen, auch wenn man der beste Spieler der Welt ist. So, jetzt dritte Runde quasi. Ihr seht, dass es die dritte Runde gibt. Wenn ihr auf die Kronen guckt, die sind halb voll. Das bedeutet, jeder hat eine Runde gewonnen. So, ich lege das Ganze jetzt voll. Und ja, das ist dann noch Pipifax. Also da kommt auch keine Gegenwehr mehr. Das sind auch alles mehr oder weniger totale Noob-Karten, die man wirklich so rauslegen kann und die nicht besonders viel Effekt haben. So, Tutorial gewonnen. Jetzt seht ihr das. Ich war der Blaue. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein und gucken uns richtige Spiele an. So, ihr Lieben, Francesca. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Fraktionen. Das hier ist eins meiner allerersten Spiele, ganz am Anfang. Da wird jetzt also viel Noob-Scheiß drin sein, aber sowas eignet sich ja gut, um das irgendwie zu zeigen und vorzustellen. Ich habe meine Tasse mit meinem Erkältungstee in der Hand. Nimm einen Schluck. Ich möchte euch erzählen, dass es so ähnlich läuft wie bei Hearthstone. Du hast am Anfang 5 Karten. Und kannst, wenn du willst, 3 austauschen. Du kannst auch eine mehrfach austauschen. Also wenn du mit einer nicht zufrieden bist, kannst du die bis zu 3-mal austauschen. Ich bin mit meinen Karten scheinbar zufrieden. Lasse den Gegner noch wählen.
und fange an. Jede Klasse bzw. jedes Deck hat eine Heldenkarte. Die seht ihr links von dem Rest des Decks. Man kann pro Fraktion, also keine Ahnung, jetzt mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Fraktionen heißen, aber ich spiele zum Beispiel, wenn wir auch später noch sehen, immer die Monster, ja. Und die haben dann drei verschiedene Hauptkarten oder Helden, ja. Die haben eine besondere Ability, wie gesagt, bei mir sieht ihr ihn jetzt ganz links mit der goldenen Umrahmung. Oben bei Myvia, meiner Gegnerin, ist es auch, es ist die Dame. So, ich spiele jetzt zwei Karten in die erste Reihe, habe ich ja vorhin erklärt, das ist quasi die Melee-Reihe. Und ihr seht schon, ich habe einen gespielt, der hat dann die Erweiterung irgendwie spielt noch einen weiteren, aktiviere einen weiteren. Ich habe den jetzt mit meiner, habt ihr gesehen, ich habe gerade meine Heldenkarte eingesetzt, das kann man nur einmal pro Runde, also nicht pro Runde und dann dreimal, sondern im gesamten Game, ja. Ihr wisst ja, habt ihr gerade gelernt, ein Game geht drei Runden. Ich kann die nur einmal auslösen, hab die jetzt kopiert, buff die jetzt. Und hab dadurch, seht ihr unten, neben meinem Namen 24 TP aufgebaut. Wie gesagt, pro Runde zählen, da ihr seht schon, hat gepasst, also das kann ich eh nicht mehr aufholen. Ich werde jetzt keine weiteren Karten reinschmeißen, also gebe ich auf. Das heißt, ihr seht schon, ich habe eine halbe Krone. Ne, man muss, wie gesagt, zweimal gewinnen, um das ganze Match zu gewinnen. Also zwei Runden für das ganze Match. Ich glaube, ihr habt mich schon lange verstanden. Ich wiederhole es trotzdem immer noch mal wieder. So, also habt ihr gemerkt, das Risiko in diesem Spiel, irgendwie Karten, weil Karten sind so wertvoll, weil man wirklich nur noch in der zweiten Runde zwei und in der dritten Runde eine Karte dazu kriegt. Man kann es sich nicht erlauben, Karten rauszuschmeißen, wenn es eh aussichtslos ist in dieser Runde, weil gute Synergien irgendwie aktiviert worden. Gibt man einfach auf, passt. Und dann habe ich noch einen Zug, kann dann auch passen oder kann auch noch was machen irgendwie, ja. Es gibt nämlich auch Abilities, da kann man Karten in die nächste Runde mit reinnehmen. Die sind dann geblockt sozusagen, ist auch eine coole Mechanik, ja. Also wie gesagt, ey, ganz ehrlich, Feria war ein geiles Spiel, leider hat es keiner gespielt. Das hier, ich suchte das jetzt seit gestern Abend. Ich habe, das werden wir später auch sehen, sogar schon ein bisschen Geld investiert, weil es so genervt hat, weil du immer verloren hast, weil du immer nur gegen Leute irgendwie gespielt hast, die so mega Decks hatten. Ich habe nicht viel investiert, du kannst auch wie bei Hearthstone alles freispielen über Staub, man kriegt pro Match, selbst wenn man verliert, kriegt man Staub und daraus kann man craften, aber das sieht ehrlich gesagt jetzt in der Beta relativ aussichtslos aus, weil geile Karten kosten 800 Staub und du kriegst pro Match 5 Staub. Ja? Also je nachdem, ob du gewonnen hast oder verloren hast, wenn du gewonnen hast, natürlich ein bisschen mehr. Aber das ist halt endlos. So. Elfengeschwätz. Ansonsten weiß ich nichts darüber, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange geht die Beta noch, wie wird es released und so weiter. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, momentan 4 Fraktionen. Bei einer habe ich gesehen, wird bald hinzugefügt. Und die Fraktionen haben halt mal klassenspezifische Karten, die nur die Fraktionen haben. Da gibt es neutrale Karten, da gibt es so Zauber und so weiter. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu kommentieren. Ihr kennt mich, ich schweife mal gerne ab. Ihr seht, er führt jetzt mit 17 zu 12. Er hat hier seine Ballista, also die letzte Reihe von sich sehr gebufft. Hier, habt ihr gesehen, das war so ein bisschen wie Swipe aus Hearthstone. Das war eine Ability, die macht 3 auf alle Karten in einer Reihe. So. Und ihr seht, es sieht eigentlich total blöd für mich aus. Er führt mit 23 Punkten jetzt gerade, mit 23 TP oder Stärkepunkten, die er angesammelt hat. Ich versuche jetzt noch alles, wie gesagt, man muss auch an die letzte Runde denken, ne? Weil, das ist ja, bin ich ja eigentlich fast aussichtslos hinten. So, jetzt hat er sich leider völlig selbst gedisst. Habt ihr gesehen? Das war ein Zauber irgendwie, der die Karten zurücksetzt und den hat er sehr, sehr ungünstig bei sich selber gezündet und nur deshalb hat er das Spiel verloren, ne? Das war also ein klassischer Self-Pwn. Das ist halt das Problem, wenn man das Spiel, wenn man gerade neu im Spiel ist und das zum ersten Mal spielt und die ganze Mechanik noch nicht gecheckt hat, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Aber ihr seht jetzt hier Stufe 2, jetzt habe ich, also beim Leveln kriegt man auch immer irgendwie Staub dazu. Und daraus kann man neue Sachen craften. Man kann auch Karten dissen, alles wie wir Hearthstone kennen. So, ganz kurz zeigen das Menü in Gwent. Also das ist der Spielebereich, Freispiel, Freundschaftsspiel gegen den Freund, Übungsspiel gegen die KI. Und das Tutorial haben wir am Anfang gesehen, ja. Dann die Karten. Links, das war jetzt die, alle Karten, die es gibt. Hier sehen wir die Fraktionen. Irgendwie seht ihr Skillige, Skoitael, Nördliche Königreiche. Und Monster. Monster spiele ich immer. Ne, Moment mal, das sind jetzt Monster. So, immer das, was in der Mitte ist. So. Ja, das ist so ein bisschen wie die Undeads,
würde ich sie fragen. Naja, kann man auch nicht sagen. Ah, ich werde es euch gleich zeigen. Also das sind alle Karten. Wie gesagt, man kann die craften. Rechts seht ihr herstellen, wie es kostet. Und malen bedeutet disenchanten. So viel kriege ich dafür. Also im Prinzip alles, wie wir es aus anderen Karten spielen, beziehungsweise aus Hearthstone kennen. Und Hearthstone ist ja nun mal der Branchenprimus. Von daher ist das ein guter Vergleich. Also Deckschmiede ist Deckbilder. Da kann ich mir meine Decks bauen. Das ist hier der Shop. Ja, diese Vereine, also das sind quasi Packs. Man kann da Geld ausgeben und das links oben Vereine, das ist so ein Erz, das kann man auch freispielen. Davon kann man sich dann auch diese Booster kaufen. Ja, man kann es also auch freispielen. Genauso wie in Hearthstone, es dauert halt nur unendlich lange. Ja, also so viel ist in der Beta jetzt noch nicht drin, aber ich wollte euch das mal zeigen, damit ihr mal einen Überblick kriegt. Und ansonsten, freies Spiel ist halt immer gegen einen anderen Human, einen anderen menschlichen Gegner. So. Wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen Geld investiert. Das hat sich auch echt gelohnt, weil das Upgrade ist halt riesig, auch wenn es gar nicht so viel war, aber der Mehrwert, und dadurch hat man auch viel, was man disst, und daraus kann man dann irgendwie interessante neue Karten bauen. Ihr werdet es sehen, wie es sich gelohnt hat. Ich habe ein sehr, sehr schönes Deck zusammengebaut. Im Netz findet man auch schon die anderen Decks von Leuten, die das auch spielen. Das ist ganz schön. Falls ihr euch fragt, ist Beta, wie lange muss man warten? Man hat eigentlich so gut wie gar keine Wartezeit. Das heißt, man kommt immer relativ schnell dran. Ja, und das ist ein Deck, das habe ich, sagen wir mal, inspiriert durch ein Deck im Netz. Auch da gibt es schon Datenbanken. Ich habe nicht mal ansatzweise alle Karten zusammengekriegt, weil da richtige Golden und so drin sind. Also auch hier gibt es Golden, Silber und Bronze. Ja, und da hört ihr gerade Grocknack im Hintergrund. Ne, das hört ihr zum Glück nicht, weil das mache ich nämlich jetzt ganz leise. Grocknack, das ist immer das Problem. Wisst ihr, wenn ich Frapse bzw. Shadow playe, das ist immer Grocknack drauf. Ich habe es jetzt hier während im Schneideprogramm gerade gemutet, sodass ihr es wahrscheinlich nicht hören will. Aber Grocknack hat gerade das Sandmännchen-Lied gesungen. Naja, also. Eine Sache, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, sind die Elemente oder das Wetter quasi. Werden wir gleich sehen. Man kann über bestimmte Karten, für jede Lane, möchte ich sagen, kann man bestimmte Effekte auslösen. Zum Beispiel seht ihr hier Reiter der wilden Jagd, glaube ich. Da seht ihr, die sind immun gegen Frost. Das heißt, wenn ich da jetzt Frost einführen würde, guck mal, der hat jetzt mir meine Karte gekillt, das ist so eine Magierkarte, das werde ich auch gleich machen, dann, das sieht man nämlich jetzt, jetzt habe ich hier Frost und, also für die erste Reihe Frost, die letzte Reihe Regen ausgelöst. Das killt oder bringt alle Karten auf 1, die nicht golden sind und nicht immun. Ihr seht, das Geile ist, meine sind jetzt immun. Ich habe extra so ein Deck, was auf diesen Elementen aufbaut. Seht ihr? Und das heißt, meine Karten werden dadurch noch gepusht. Während alle Karten, die er auf dieser Lane jetzt ausspielt. Es gibt dafür auch so eine Art Disenchant, also so eine Art, wie nennt man das, Anti-Cast, wo das alles aufgehoben wird wieder. Aber mein Deck basiert jetzt sehr auf diesen Wettereffekten. Das ist echt ganz spannend, das ist nochmal ein zusätzliches Ding da drin. Also ich kann natürlich jetzt hier in so einem angezockten, so einem Einsteiger-Video nicht alles erklären, aber ich wollte euch das noch zeigen, irgendwie, weil das mein aktuelles Deck ist, habe ich irgendwie so 80% gewonnen. Ihr seht schon, er sieht, das ist aussichtslos und gibt schon die erste Runde auf, um nicht dann noch Karten reinzuballern, weil er keinen Silence hat, um quasi diesen Frosteffekt aufzulösen oder aufzuheben. So, zweite Runde. Wie gesagt, man muss ja zweimal gewinnen. Erst dann hat man das Match gewonnen. Auch da wieder irgendwie die Karte habe ich, glaube ich, gecraftet, die ich jetzt gerade gespielt habe. Er kommt gleich mit einem, der gebufft wird. Jetzt wäre es natürlich wieder schlau, Frost zu spielen, weil, ja, und da habe ich nämlich einen Denkfehler gemacht, weil ich gedacht habe, damit kann ich die Karte auf 1 bringen, aber sie ist golden. Und bei goldenen Karten zündet dieser Effekt nicht. Aber seht ihr, er ist halt blöd, er spielt andere wieder in die erste Reihe und der Frost ist immer aktiv, auch wenn du, ob du jetzt alte oder, also ob es alte betrifft, die schon auf der Lane sind, oder neue, die gespielt werden, und dadurch wurden die dann halt auf 1 gesetzt, ne? Jetzt versucht er halt irgendwie das noch zu pushen. Das Ding ist schon lange verloren für ihn, das weiß er noch nicht. Also ich baller ihn hier weg. Ich wollte euch hier in diesem Spiel nur nochmal die ganzen Möglichkeiten zeigen, die man hat, mit diesen Wettereffekten und wie umfangreich und wie tief das taktisch eigentlich ist. Anfangs im Tutorial sah es wahrscheinlich so aus, ja, nur Karten spielen, irgendwie runterballern und Hitpoints sammeln und das ist alles. Aber von wegen, so ist es nicht. So, hier ist das eine schöne Karte, die macht einen Schaden und wenn es eine Einheit killt, dann kriegt es selber 2 dazu. Von daher, der Vorsprung ist fast schon erdrückend. 38 Punkte habe ich jetzt schon gesammelt, er hat erst 23. Ne? Und ich passe jetzt hier auch, weil ich denke, okay, auch das ist taktisch. Er muss jetzt seine ganzen Karten reinwerfen, um das noch irgendwie zu gewinnen.
Ne? Macht er jetzt hier auch. Aber hat mal wieder gepennt und hat immer noch diesen Effekt geschnallt mit dem Frost. Legt also immer wieder in die erste Reihe und verliert dadurch TP. Beziehungsweise wird die eine, die eigentlich viel mehr hätte, auch da wieder. Mein Gott, er checkt es halt echt nicht. Ne? Alles auf 1 runter. Aber er hat alles versucht, seine letzten Karten reingeballert. Aber hat, ja, guck mal, jetzt hat er es nochmal geschafft. Mit der letzten Karte hat er es noch gewonnen. Er hat wirklich alle Karten reinwerfen müssen. Und genau deshalb habe ich auch diese Runde gequittet. Quasi habe gesagt, okay, ich gebe auf, weil ich geile Karten noch auf der Hand habe, die ich jetzt dafür nicht opfern wollte. Und gewusst habe, der muss jetzt alle seine Karten da reinlegen, um das zu gewinnen. Und dadurch hat er für die letzte Runde noch eine Karte. Und das kann ich dann halt ganz leicht kontern. Also so taktisch ist das. Man muss ganz genau überlegen, wann quitte ich, wann passe ich die Runde und bewahre meine Karten lieber für die dritte Runde auf. Jetzt konnte er, wie gesagt, in der dritten Runde kriegst du nur eine Karte dazu. Er sieht schon, ich habe da noch riesig was zu ballern. Hier in diesem Falle bei mir auch nicht, ne? Das ist halt blöd. Das ging nicht anders, aber ich lege jetzt auch alles von daher. War mir schon bewusst, dass die noch auf 1 runter gemacht werden. Ich lege halt nur alles. Bisschen badmannert, um nochmal zu zeigen. Guck mal, Digga, was ich noch für Karten habe. Voll geil. Also, ihr Lieben, mir macht das riesig viel Spaß. Ich spiele es exzessiv gerade. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob das auch nach der Beta noch irgendwie auftaucht. Vielleicht kommt ihr irgendwie ran, die Closed Beta. Ja, einfach mal googeln und so weiter. Und ich bin euer Sevinio. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. It's all about the bumps in your heart.